Hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche. Es ist schon Freitag, aber trotzdem seht ihr jetzt die Leni und Toni Show Nummer 46. Weiter! Wir sind auf dem Weg zu einem 18. Geburtstag. Happy Birthday to you! Nämlich zum 18. Geburtstag von unserem Halbpatenkind Jonas! Yeah. Wir sind schon morgens in Stimmung, ich muss nur während der Fahrt wackel, wackel, wackel meine Nägel noch lackieren. Die eine Hand habe ich schon, die andere fehlt noch. Aber so ein Camper-Leni, egal. Egal. Wie war denn deine Woche sonst so? Meine Woche war höchst aufregend, ja. Ei, 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 ja. Ei, ei, ei. Also wir haben gearbeitet und ja, das Fernsehen war da. Nein. Doch. Was denn für ein Fernsehen? Ja, das Fernsehen. 17 Zoll? Nein! 19 Zoll. So mit Kameramann und Ton und so weiter. Ja, ich? Ja, ja, nein, du doch nicht. Ach, Quatsch doch nicht. Die waren da und haben, ihr wisst ja, aber es ist jetzt, es kommt jetzt, im Januar wird es ausgestrahlt. Wir sagen euch noch wann. Wir haben den Geburtstag, die Geburtstagsfeier gut überstanden. Ja, wir sind jetzt, es ist jetzt schon Samstag. Und? Wir sind richtig müde heute. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, aber das macht ja nichts. Das gehört ja dazu. Es ist ja ein 18. Geburtstag gewesen, das kann ruhig mal ein bisschen länger dauern. Genau, heute früh habe ich der Leni mal die Winterreifen aufs Auto gemacht. Und weil ab Montag soll es ja irgendwie hier Kälteeinbruch, Schnee und so weiter. Soll es das wirklich? Ja. Und wir saßen jetzt hier beide. Leni macht Internetseite mit den ganzen Bildern vom Follower-Treffen. Ich habe das Video zum Follower-Treffen fertig gekriegt. Clara ist gerade mal eben abgestürzt. Das habt ihr, glaube ich, gerade gesehen irgendwie. Hier wart ihr eigentlich Laterne laufen. Heute ist nämlich Martinstag. Richtig. Und andere machen Helau, Alaf und so weiter. Elfter, Elfter. Gehen wieder los und andere gehen Laterne laufen. Kampagne, ne? Das ist Mist heute bei dem Regenwetter. Es hat den ganzen Tag geregnet. Ja, also ich fand's gemütlich, aber... Richtig, zum Laterne laufen ist ein bisschen doof, aber die laufen ja, die liefen ja schon die ganze Woche jetzt. So ab Donnerstag, Freitag überall mal welche und so, also... Nächste Frage, gibt's bei euch Martinsgans? Weil heute ist ja Martin. Genau, bei uns gibt's morgen eine. Herzlichen Glückwunsch übrigens an dieser Stelle an den Martin, von dem wir gerade erfahren haben, dass er heute Geburtstag und Namenstag hat. Was dann für ein Martin? Der Martin hat gerade bei Facebook geschrieben. Ah, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Der meckert immer, dass ich gegen das Licht filme, ja. Aber wir stehen halt jetzt gerade hier. Und da wollte ich euch doch erzählen, dass wir schon wieder glücklich sind, weil das Video zum Follower-Treffen ist fertig und die Bilder sind auf der Internetseite und morgen früh zum Frühstück kriegt ihr alles. Ja, aber das ist ja jetzt nicht live. Also das heißt, die sehen das ja erst am Montag und das, also dann wäre ja dann gestern das Frühstück gewesen, wo sie das hätten, also dann bekommen haben, gehabt haben. Und wie ihr merkt, ist es jetzt wirklich schon spät und darum gehen wir jetzt ins Bett und wir wollten euch Gute Nacht sagen. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen am Montag. Ah. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich habe heute Morgen mit einem sehr armen, sehr, sehr kranken Mann telefoniert. Und dabei ist mir eingefallen, was ich letzte Woche vergessen habe. Nämlich, die Yvonne hat mir geschrieben, wegen der Propolis-Tropfen. Und die Yvonne ist seit einem Jahr permanent erkältet, wie sie schreibt, und wollte noch ein paar Infos zu den Propolis-Tropfen haben. Und jetzt bin ich nicht so firm darin, dass ich da irgendwas sagen könnte. Also ich habe die in der DM-Drogerie gekauft. Das war Sirup, weil ich sonst nichts anderes gekriegt habe. Aber vielleicht kann der Holger, der uns überhaupt das gesagt hat mit den Propolis-Tropfen, in den Kommentaren nochmal eine genaue Info geben. Dann kann die Yvonne das auch lesen. Und ich glaube, der Mike oder der Matze, also einer von euch beiden und noch viele andere haben geschrieben, wir nehmen auch immer Propolis-Tropfen und hatten da auch ganz tolle Ideen mit in Tee kippen oder mit Honig und so weiter. Also alle, die sich mit Propolis-Tropfen auskennen oder Sirup oder was es alles gibt, bitte einfach unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wir hatten nur Sirup und da musste man einen Esslöffel von nehmen und dann ging es uns auch immer relativ fix gut. Danke.
So, ich wollte noch ganz kurz sagen, drei Worte über unsere Stühle, die wir uns damals gekauft haben, weil einige danach gefragt haben, wo wir die her haben und wie zufrieden wir damit sind. Also gekauft haben wir dieses Vierer-Set bei Amazon und zufrieden sind wir auch. Also die sind nicht schwer. Man merkt natürlich irgendwie einen qualitativen Unterschied zu einem Stuhl, der 120 Euro kostet, weil da haben ja alle vier knapp 100 gekostet, 80 oder 90, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber wir verlinken das und das merkt man. Aber wenn jetzt einer anfängt, so wie wir damals, und jeder und alles neu kaufen muss, weil noch gar nichts da ist, also Geschirr und Zeug und das und Hü und Hott, und vielleicht dann der einen oder anderen Ecke ein bisschen sparen muss oder mal auf den Cent gucken muss, der ist mit diesen Stühlen echt gut beraten. Also wir sind immer noch zufrieden. Wir fahren ja jetzt 1,5 Jahre damit durch die Gegend. Und tja, also kaputt gegangen ist noch nichts. Und bequem sind sie eigentlich auch. Also da gibt es nichts zu meckern, ja. Wir haben einige Zuschriften bekommen. Da geht es um die Rückrufaktion für den Fiat Ducato. Irgendwie ein Abgasrückführrohr könnte brechen und dann und so weiter. Das müsste geprüft werden. Das stand in der Promobil. So, das haben wir jetzt nachgelesen. Wir sind irgendwie, keine Ahnung, noch nicht betroffen, obwohl wir in diesen besagten Zeitraum natürlich mit unserem Fiat auch reinfallen. Aber das KBA, das Kraftfahrtbundesamt, schreibt die entsprechenden Halter an. Wir haben noch keinen Brief bekommen. Man kann aber auch, wenn man sich unsicher ist, eine Servicenummer bei Fiat Camper, bei dem Camper Service anrufen und die sagen, helfen einem auch weiter. Aber ich denke mal, oder vielleicht einfach beim Fiat Professional mal anrufen und die Fahrgestellnummer durchgeben und dann, das mache ich wahrscheinlich aber dann auch, um sicher zu gehen, ob das geprüft werden muss oder nicht. Ich kann gerne die Telefonnummer vom kostenfreien Kundendienst nochmal Der durchsagen. kostenfreie Kundendienst des Fiat Camper Service, ne? Oder wie heißt Fiat das? Camper Assistance. Fiat Camper Assistance. Moment, ich stelle weiter. Das ist die 00800 342 811 und die 11. Oder via der Gratis-App Fiat Ducato Camper. Gibt es im Apple Store und auf Google Play. So, haben wir wieder was gelernt. Es gibt da eine App für den Fiat Camper Service. Sehr schön. Wir Werden können wir uns aber vielleicht auch, mal, werden wir uns vielleicht mal zulegen. wenn wir vielleicht mal machen, wir können auch den Link, das ist hier aus der Promobil, vielleicht können wir das unten in der Infobox verlinken. Hey, gute Idee. Willkommen am Montag. Haben wir schon gesagt, ich weiß. So, ich glaube, unseren Drucker hat es zerrissen. Offensichtlich. Er klang, als wollte er jetzt wegfliegen. Er sollte nur was ausdrucken. Dann klang es, als wollte er wegfliegen und jetzt, Ja, naja. hat das Papier irgendwie falsch eingezogen. Das passiert ja mal. Und die Leni versucht es rauszuziehen und alles Was auch offen, gelungen ist. alle Deckel offen und das Gerät läuft weiter irgendwie. Das macht er sonst nie, gell? Das habe ich mal Und dann haben aus. wir aber alle Deckel zugemacht und dann aus. Aus. Fertig. Ende. Das habe Ich ich mal glaube, er muss ausgeschalten. aufhören, der gleich Jetzt explodiert. schalte ich ihn wieder ein. Mal gucken, was passiert. Gar nichts. Oh Mist, ey. Ja, gut. Geh, was hast du jetzt gemacht? Nee, du hast ja auf Drucken gedrückt, ne? Du hast auf Drucken gedrückt und dann ist er weggeflogen. Also es klang so, es klang nur nicht. Im Übrigen könnte ich aber an dieser Stelle kurz sagen, während der Toni hinterm Drucker hängt, klappt's? Ja, ich wollte den Stecker wieder reinstecken. Wenn du den Stecker rausziehst, ist klar, dass er nicht geht. Oh. Unser Fenster im schönen Günterner Seite, das ist ein Dometic-Seitz-Rahmenfenster. Kam auch jetzt diverse Male eine Anfrage, aber wenn ihr zu eurem Händler geht, es läuft bei uns, dann weiß der in der Regel, was das für ein Fenster ist. Oh! Du hast den Stecker rausgezogen, aus Versehen. Ich habe den Stecker Der nicht Stecker war nicht ganz drin. rausgezogen. Jetzt warten wir mal. Ich habe Papier rausgezogen. Ich habe heilende Hände, guck. Ja, mit ist dieser klar. Hand habe ich ihn wieder geheilt. Die Also, Toni kann einfach alles. hast du das zu Ende gebracht mit dem Weiß ich Fenster? nicht, sag's doch nochmal. Also, es kam die Frage auf, das Fenster in der Seite bei unserem schönen Günther ist ein Dometic-Seitz-Rahmenfenster.
Rahmenfenster zum Aufstellen. Das gibt es auch zum Schieben. Das ist ungefähr 50 breit und 50 hoch. Ganz ungefähr nur, ja, also plus minus. Es passt aber da nur ein Fenster in dieser Größe da rein. Euer Händler weiß das. Und wenn ihr es nicht wisst, ruft einfach bei Wohnmobile United an, macht dort einen Termin und da kriegt ihr eins. So, und was macht jetzt hier Ist der? das vielleicht ein bisschen weit von manchem nach Wohnmobile United zu fahren? Es gab schon Kunden, die sind aus Bad Waldsee gekommen, ja, aus Bad Waldsee und sind zu Wohnmobil United gefahren, um dort was machen zu lassen, weil sie in Bad Waldsee keinen Termin bekommen haben. Ist das so? Ja gut, wir sind ja Camper, wir fahren ja sowieso von hier nach dort, also ist das auch egal, ne? So, was macht er denn jetzt? Nix, du musst auf Drucken drücken. Drucken, drücken. Ich druck auf drücken und dann geht's weiter. Nimm aber die Kamera mit, weil sonst ist ja doof. Dann weiß keiner, ob der Drucker jetzt wieder geht oder nicht. Ach Hier, so, mich nur der Magen schon wieder. Ich hier könnte mal was essen. passt Es füllt nach allem. mal auf hier. Ist ganz schön was los hier bei uns hier. Ich Freunde drücke mal auf Lilly und Toni drücken. Show, die kommt heute, glaube ich, nicht mehr. Ich habe Kaffee gemacht. Das ist nicht schlecht. Ne? Was ist denn passiert? Nicht. Wenn du die Kamera so anmachst, ist irgendwas passiert. Ich habe dich kommen hören, dachte ich, schalt mal ein, wer weiß, was passiert. Ich bin wieder da. So, mit dieser Rückrufaktion, da habe ich jetzt nochmal geschaut. Man kann im Internet unter fiatprofessional.de sich weiterleiten auf fiatcamper.com. Und dort ist auf der deutschen Seite, auf der deutschsprachigen Seite, eine Fahrgestellkontrolle. Und da kann man seine Fahrgestellnummer eingeben und man bekommt angezeigt, ob irgendwelche Aktionen oder Rückrufaktionen oder sonst irgendwas hinterlegt ist. Und bei unserem war jetzt beides mit grün angehakt. Also das heißt, wir sind nicht von dieser Rückrufaktion betroffen. Aber wie gesagt, das ist eine feine Sache. Da kann man sich gleich immer mal schlau machen, ob irgendwas anliegt. Hier nochmal ein kurzes Wort zu unserer Kamera. Das ist eine Sony Action Cam HDR-AZ1 mit einem super Weitwinkel. Ja, also das hat uns ganz gut geholfen damals bei dieser ganzen Wohnmobilfilmerei und wir filmen ja immer noch Wohnmobile und irgendwo in welchen Ecken drin. Das hat also wirklich Vorteile gehabt mit diesem Weitwinkel. Manchmal sind die Ränder ein bisschen verzerrt, weil es dann doch ganz schön groß ist, aber da kommt kein Handy mit. Ja, also deswegen filmen wir immer noch mit der, die ist super klein und natürlich geht es auch mit dem Handy irgendwas zu filmen, aber Handys haben diesen Weitwinkel nicht. Mach das Ding an. Mach das Ding an. Sie Hallo und muss tschüss. Weg sein seit 5 Minuten. Leni muss jetzt mal schnell arbeiten fahren. Wir müssen aber das Out jetzt sozusagen noch Wir wollen noch drehen, tschüss das sagen, soll Ende. das heißen. Schöne Woche, bleibt gesund. Ich habe es wirklich, wirklich richtig eilig, weil ich die ganze Zeit mit doch nur im Quatschen und Drucker reparieren war. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Nächste Woche wird es viel aufregender als diese Woche, obwohl es diese Woche Weihnachtsgans gab und nächste Woche nicht. Tschüss. Ist sie nicht hübsch? Ach, und noch was. Wegen der Fernsehsache können wir euch jetzt noch nicht so viele genaue. Jetzt laber ich schon wieder. Ja. Du bist schuld, weil du mich Nein, geküsst hast. nein, ich kann das Also, ja wir auch können da sagen. diese Woche noch nicht so viel genaue Infos geben. Das kommt aber irgendwann. Aber haltet euch so die Sonntagabende im Januar mal vorsichtshalber ein bisschen frei. Ja. Wenn ihr uns da auch noch sehen wollt. Es geht nicht ums Camping, das können wir schon sagen. Jetzt aber, tschüssi. So, ich sage auch tschüss, bleibt gesund. Eine schöne, tolle Woche für euch und wir gucken mal, was wir in dieser Woche Spannendes für euch zusammentragen können. Diese Woche war es ja jetzt nicht so spannend, aber macht nichts. Nächste Woche wird es vielleicht wieder besser. Und danke für alle, die geschrieben haben, wo sie ihr Wohnmobil hingestellt haben. Das war sehr hilfreich für mich. Tschüss! Tschüss!